Und was wir jetzt erleben werden, nach meiner Meinung, ist, dass wir jetzt aus dieser inflationären Phase raustreten durch die hohen Zinsen und natürlich auch das Sichtbarwerden der Zombifizierung der Kreditwirtschaft. Dass ja. diese Dinge jetzt sich kulminieren und dass die dann dazu führen, dass Schuldverhältnisse nicht mehr erfüllt werden können. Das heißt, der Schuldner geht pleite, dadurch sinkt die Geldmenge weiter und diese sinkende Geldmenge beschleunigt den Preisverfall. Das ist also ein sich selbst verstärkender Mechanismus und deswegen haben die Leute so eine Angst vor Deflation. Kommt nun der deflationäre Crash auf den Aktienmärkten, so wie es Markus Gral in diesem Video gesagt hat, werden die Preise bald sogar wieder massiv fallen, sodass wir ja mehr oder weniger die Dinge wieder günstiger bekommen, dass der Aktienmarkt sich 50% halbiert, Bitcoin 50% im Bach runtergeht, Gold und Silber wieder crasht, steht eben dieser große Ausverkauf jetzt an, so wie das Herr Dr. Markus Gral sieht, oder ist die Lage vielleicht ein bisschen anders und deswegen schauen wir heute ganz genau hin, wir prüfen die Lage faktenorientiert mit ganz vielen Daten und haben uns heute viel Zeit genommen, um euch wirklich für die nächsten Monate hier vorzubereiten. Mein Name ist übrigens Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel und unbedingt noch beim Gewinnspiel teilnehmen. Unten am Bayer der Link und zwar für das Gewinnspiel am 24.12. wird gezogen und damit kann man gewinnen das Investinvest All-In-Package um den Wert von 3.000 Euro, alle Kurse, alles mit dabei. Deswegen unbedingt unten eintragen und mit dabei sein. Benjamin, spannende Informationen heute mit dabei, deswegen Video jetzt sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und dann werden wir sehen, was 2024 auf uns zukommt. Genau, Hannes. Bevor wir uns am Anfang jetzt mit der Entwicklung der Inflation und Deflation genau auseinandersetzen, schauen wir uns aber weltweit jetzt wirklich an, okay, was passiert denn während einer wirklich großen Deflation, so wie das, wie gesagt, Dr. Markus Gral prophezeit und in den nächsten Monaten auch sieht. Schauen wir uns nun Gold an. Was hat Gold in der großen Deflation gemacht? Deflation bedeutet ja nichts anderes, dass Preise eben fallen, also wirklich eben Preisverfall. Und wir sehen, dass zum Beispiel 2008, was irgendwie so das, ja, das Kind der Deflation ist, sehen wir was oder schauen wir uns jetzt an, was in dieser Zeit wirklich auf den Finanzmärkten, auf der Börse passiert ist. Gold zum Beispiel hat 2008 33% während der Deflation verloren. Also richtig krass. Das wäre auch im jetzigen Moment ein echt fetter Ausverkauf in Gold. Schauen wir uns an, was Silber gemacht hat. Noch viel extremer. Silber hat während der großen Deflation 2008 also 58% verloren. Also das wären wir heutige Preise, wenn wir dieselbe Korrektur hätten, wären wir um die 10 Dollar in Silber herum. Schauen wir weiter bei Bitcoin. Bitcoin 2020, Covid-Deflation. Und wir müssen hier eines ganz klar jetzt schon feststellen, bevor wir weiterschauen, die Corona-Deflation, ja, der Preisverfall, der Stillstand der Weltwirtschaft war was absolut Einzigartiges. Also mehr Deflation wie Corona geht eigentlich nicht. Man schaltet den Laden weltweit einfach ab. Keiner kann mehr irgendwas verkaufen und das ist wirklich das deflatorischste Event, was man sich eigentlich so vorstellen kann. Bitcoin damals minus 62% im Jahre 2020. Und jetzt ganz wichtig eben der deutsche Aktienmarkt. Der deutsche Aktienmarkt hat während der großen Deflation 2008 in der großen Finanzkrise 55% verloren. Also wir fassen hier nochmal kurz zusammen. In einer Deflation, in einer echten Deflation, so wie es 2020 oder auch 2008, besonders 2008 eben war, wo dann wirklich auch Unternehmen pleite gegangen sind und dass die Geldmenge, so wie Markus Gral das gesagt hat, kontrahiert hat, verfallen alle Assetpreise. Es gibt nichts mehr anderes außer Cash, okay? Und das ist eben das Szenario, das wir uns jetzt genau anschauen. Kommt das wirklich? Ist es möglich? Ja oder nein? Wir schauen uns hier wirklich ganz genau die Daten, die Fakten an und wiegen am Ende genau ab, wie wahrscheinlich eine echte Deflation, ein Crash jetzt sein wird. Bevor wir das Ganze tun, schauen wir uns nun die aktuelle Lage der Inflation weltweit an und wir sehen, ja, wir haben Disinflation. Schauen wir uns diese Grafik an. Wir sehen in allen drei größten Volkswirtschaften der Welt, USA, Europa, China, überall geht es den Bach runter. Und in China, ganz wichtig, Leute, haben wir bereits Deflation. Also selbst wenn Markus Gral sagt, dass eine Deflation kommt, wir haben bereits in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt Deflation, minus 0,5% Deflation. Das ist de facto genau das Szenario, was Markus Gral eben auch für Deutschland oder auch dann USA sieht. Hier sehen wir übrigens auch einen wunderschönen Zeitungsartikel von der Zeit Online. Bitte auf das Datum schauen. 9. Dezember 2023. Chinas Wirtschaft bewegt sich in die Deflation. Die Verbraucherpreise in China sinken im zweiten Monat in Folge und auch die Erzeugerpreise. Also es ist jetzt nicht unbedingt etwas, was nicht raus ist. Die Leute wissen es, es steht in den Medien. Deflation ist ein Thema, besonders in China, okay? Und wenn wir uns jetzt nun weiter eben über die Entwicklung von Inflation und Deflation auseinandersetzen wollen, müssen wir natürlich, wie auch Markus Gral am Anfang des Videos gesagt hat, die Geldmenge anschauen. Also die Entwicklung der Geldmenge, wie stark reduziert sie sich derzeit, steigt sie vielleicht? All das prüfen wir jetzt mit Fakten. Und wenn wir uns nun, Hannes, die Geldmenge, die jährliche Veränderung in der Eurozone anschauen, sehen wir einen dramatischen,
einen dramatischen Verfall der Geldmenge. Vergleichen wir das Ganze, wir haben zwei Rechtecke in dieser Grafik. Links haben wir 2008, rechts haben wir 2021, 22, 23. Und ich glaube, jedem Hannes fällt hier auf, oder, dass die Geldmenge viel stärker kontrahiert, wie es 2008 der Fall war. Warum aber die Börsen anders reagieren derzeit und nicht so wie 2008, werden wir dann später noch mal genau anschauen. Aber es ist schon sehr, sehr komisch, Hannes, dass wir trotz dieser Geldmengenreduktion, sieht man eindeutig auf dieser Grafik, noch keinen deflatorischen Crash in Aktienmärkten gesehen haben, oder? Schon sehr spannend, Benjamin, aber was heißt das Ganze jetzt für 2024? Sind wir da jetzt irgendwie einfach nachhinkend? Kommt das Ganze, der ganze große, dicke Deflation jetzt auf uns zu? Oder kommt ein anderes Szenario? Richtig, und jetzt, Hannes, bevor wir gleich 2024 uns anschauen, schauen wir uns nochmal die Geldmenge eben nominal an. Also einfach die Geldmenge, wie stark sie hier im Billionen-Euro-Bereich nach oben zieht. Und wir haben hier eine wunderschöne lineare Trendlinie eingezeichnet aufgrund der Daten. Und man sieht, dass wir eigentlich im Aufwärtstrend der Geldmenge sind, ein bisschen unterhalb des Trends quasi, des linearen Aufwärtstrends uns bewegen. Aber wir sind immer noch in einem Aufwärtstrend der Geldmenge und gleichzeitig sind wir über 1 Billion Euro, das ist auch sehr spannend, über den 2022er Tief. Also die Geldmenge von 2022 auf 2023 ist sogar in der Eurozone gestiegen. So, und Hannes, jetzt ist das Spannende. Schauen wir uns die Entwicklung vom DAX, dem deutschen Aktienmarkt an und eben der Geldmenge in der Europäischen Union. Und wenn wir links wieder schauen, sehen wir 2008 mit der großen Finanzkrise ist die Geldmenge gleichzeitig gecrashed mit dem Aktienmarkt. Und das ist genau das Szenario, wie Markus Krall gesagt hat eben, dass wenn die Geldmenge kontrahiert durch Pleiten, Unternehmenspleiten, dann bricht natürlich auch der Aktienmarkt zusammen. Schauen wir rechts rüber, 2021, 22 und 23 fällt einem hier ganz stark was auf. Ja, der Trend war gleich wie 2008 bis dem dritten Quartal 2022. Und auf einmal ist was passiert, was mit dem keiner gerechnet hatte, denn der Aktienmarkt hat auf einmal angefangen anzuziehen, aber die Geldmenge hat sich weiter dramatisch kontrahiert. Warum das der Fall ist, schauen wir uns später an. Aber bitte ganz wichtig, merkt euch das dritte Quartal 2022, weil ist was sehr Wichtiges passiert in der fiskalen Bilanz von Deutschland. So, und Hannes, wir sind aktuell im DAX auf Rekordhoch, wir sind aktuell auf Allzeithoch und eigentlich ist das nicht unbedingt deflatorisch, sondern eher wieder Inflation. Ja, die Assetpreise steigen. Also eine Deflation ist trotz Geldmengenreduktion historisch groß, aktuell hier nicht in Sicht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze in der USA an, weil da sehen wir natürlich auch spannende Entwicklungen. Und zwar in den USA ist die Geldmengenreduktion viel stärker, wie 2008 es war. Also aktuell, das ist dramatisch, was hier passiert ist. Erst der Corona-Pump von dem ganzen Geld, was in die Märkte geflossen ist und anschließend wieder diese massive Reduktion. Also 2008, man sieht es einfach hier in den Daten, war nichts dagegen. Okay? Und wenn wir uns das Ganze hier nochmal anschauen auf nominaler Basis, dann sehen wir eine sehr spannende Entwicklung, weil die USA läuft massiv über einem 23-jährigen Trend. Also die Geldmenge, obwohl sie so stark reduziert ist, sind wir immer noch 1,5 Billionen Dollar über einen langfristigen Trend seit Beginn der Krise im Jahre 2000. Also da hat mit Deflation relativ wenig zu tun. Und auch wenn wir uns die Entwicklung des Nasdaq hier, also wir haben jetzt gerade den DAX und Eurozone Geldmenge angeschaut, jetzt schauen wir uns eben US-Geldmenge und Nasdaq zum Beispiel an, Technologieaktien in den USA. Und wir sind knapp auch hier am Allzeithoch. Und auch hier, Hannes, drittes Quartal 2022 war das Tief der Aktienmärkte. Und deswegen muss man jetzt hier schon ganz ehrlich sagen, okay, man argumentiert hier, wenn man sagt, Deflation kommt, argumentiert man hier ganz klar wiederum gegen die Preisbewegungen am Aktienmarkt. Also Deflation sieht anders aus. Und wir haben auch bei Invest in Best einen sogenannten Inflationsvorlaufindikator. Und den zeigen wir hier in diesem Video jetzt. Und ihr seht in weiß diesen Vorlaufindikator der Inflation und in blau die ausgewiesene Inflation, die wir auch eben diese Woche am Dienstag wieder bekommen haben in den USA. Und ihr seht, dass diese weiße Linie einen massiven Vorlauf von 6 bis 9 Monaten hat gegenüber der blauen Linie in der ausgewiesenen Inflation oder einem Deflation, so wie 2008 hier das auch der Fall war. Und wir sehen, dass besonders der Inflationsvorlaufindikator dieses Jahr im Juli ein Tief gemacht hat und bereits die inflationäre Bewegung wieder nach oben zieht. Also auch hier sehen wir in unserem Vorlaufindikator absolut keine Sorge vor einem deflationären Crash, sondern vielmehr, dass ein neuer inflationärer Zyklus bereits diesen Sommer 2023 wieder begonnen hat. Okay? So, und jetzt muss man sich durch die Frage stellen, warum steigen Assetklassen trotz rekord sinkender Geldmenge und den Zinserhöhungen und dieser straffenden Geldpolitik, von dem eben auch Markus Krall ganz klar am Anfang gesprochen hat. Warum steigen hier Assetklassen? Und zwar
wegen Erhöhung der Staatsausgaben. Und das sogenannte MMT, also das Magic Money Tree Modern Monetary Theory. Hannes, du sagst immer Magic Money Theory. Und durch die Erhöhung der Staatsausgaben haben wir einfach einen Trend, den so viele Ökonomen da draußen einfach nicht erkennen und immer nur auf die Geldmenge schauen, weil das sind wir gewohnt. Seit 2008 schauen wir nur auf die Geldmenge, Reduktion, Push und hin und her. Gerade bei Corona hat man nur mehr diese Graphen überall gesehen von dieser Geldmengenexplosion. Aber niemand spricht, was der Staat eigentlich an Geld ausgibt. Und MMT ist genau der Grund, warum aktuell diese Entwicklung so massiv davon abweicht, von dem, was eigentlich von den Geldmengenaggregaten passieren sollte. Also, Hannes, wir haben Videos gemacht, übrigens ganz wichtig, Dienstag, hier oben verlinkt, Livestream. Da haben wir auch genau über dieses Thema gesprochen, warum Deutschland in die Kriegswirtschaft geht und Regierungen sparen nicht mehr. Das heißt, wir sind in einem komplett neuen Regime, wo die Regierung und die Notenbank miteinander verschmolzen sind, 2020. Und das heißt, die Regierungen haben aktuell die Macht. Die Geldmenge, ja, das wird von den Notenbanken gemacht. Die fällt aktuell. Aber die Regierungen geben Geld aus wie nie zuvor und das wirkt stimulativ für die Finanzmärkte und Staaten und Politik haben derzeit das Sagen und nicht mehr die Notenbank. Die Notenbank muss nur mal winken und sagen, okay, ihr macht einfach und im Worst Case, wenn es kracht, müssen wir euch sowieso finanzieren, was anderes bleibt uns nicht übrig. Das heißt, die Staaten haben die Macht. Und Hannes, jetzt schauen wir weiter und zwar schauen wir jetzt eben, und jetzt wird es richtig spannend, jetzt kommt das Ganze eben zum Thema fiskaler Stimulus und dann schauen wir eben hier erstens auf die USA und dann wieder auf Europa. Aber wir sehen hier, dass die Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt in den USA seit 2000 mit jeder Krise härter und härter und härter geworden sind. Aber und jetzt kommt das Wichtigste, mit was für einer Defizitfinanzierung, also wie viel Minus zum Bruttoinlandsprodukt sind wir in die Krisen hineingegangen. Im Jahre 2008 sind wir mit -2% hineingegangen, bei Covid mit -5%, anschließend zwei extreme deflationäre Schocks. 2008 war extrem deflationär, Covid war extrem deflationär, aber dieses Mal sind wir aktuell mit -6% quasi vor einem Wahljahr am Defizit unterwegs, Leute. Das ist nicht irgendwie gefährlich für eine Deflation, sondern es wirkt stimulativ. Das heißt, die Defizite werden fallen in das Jahr 2024 hinein. Und das bedeutet, wir haben expansive Fiskalpolitik, Leute, keine restriktive Fiskalpolitik und gleichzeitig eine Federal Reserve in den USA, die den Zinserhöhungen ja 2022 und 2023 gemacht hat, aber sie werden 2024 die Zinsen nicht mehr erhöhen in einem Wahljahr. Das heißt, wir haben hier Stimuli für die Märkte. Es kommt hier definitiv nicht weniger Geld, sondern eher mehr. Und da sehen wir halt eine Deflation eher als unwahrscheinlicher. Und Hannes, wenn wir uns in EU, in Europa jetzt, das ist noch viel spannender, die Lage anschauen, dann sehen wir, dass wir in die große Finanzkrise mit einem Defizit von -0,7% hineingegangen sind. Covid nur mit -1%. Und jetzt haben wir -3,84% Defizit, auch vor einem Wahljahr. Wir haben Europawahlen im Juni 2024. Und auch hier sehen wir die gleiche Entwicklung. Expansive Fiskalpolitik, restriktive Europäische Zentralbank. Aber, Hannes, und das ist so, finde ich so spannend, schauen wir bitte auf das Datum, ab wann die Defizite wieder gestiegen sind. Und es war das dritte Quartal 2022. Und denken wir zurück in diesem Video, wann hat der DAX und die Aktienmärkte das Tief gemacht? Drittes Quartal 2022. Also der Markt schaut nicht mehr so sehr auf Geldmengenpolitik, sondern der Markt schaut vielmehr, was machen die Regierungen? Kommen Kriege? Wie werden sich die Defizite entwickeln? Kommen neue Sondervermögen in Deutschland? Das interessiert aktuell den Markt und sonst gar nichts. Und hier nochmal die Grafik, Hannes, weil es jetzt gerade so bildlich perfekt dazu passt. Der DAX, deutsche Aktienmarkt, die europäische Geldmenge. Und hier sieht man eben wieder, dass genau das DAX-Tief im dritten Quartal 2022 war. Steigende Defizite waren auch im dritten Quartal 2022. Der Staat und die Europäische Union schmeißen das Geld raus, im wahrsten Sinne des Wortes, vor einem Wahljahr, das werden sie wieder tun. Und das wirkt stimulativ für die Finanzmärkte. Und deswegen, Hannes, führt uns das auch zu Gold, weil Gold normalerweise in einer Deflation, haben wir am Anfang des Videos ja gesehen, crashen sollte. Wir waren nie, Hannes und ich waren nie in dem Crashcamp von Gold. Wir haben viele Videos auf YouTube drüber gemacht und ihr seht eigentlich, dass auch hier Gold hat die Allzeithoch gemacht vor 2 Wochen, obwohl eigentlich eine Deflation kommen sollte. Und korrigiert zwar gerade, aber für uns ist das eigentlich auch, wie gesagt, fundamental ist Gold positiv. Charttechnik ist Gold positiv. Da wollen wir jetzt nicht so sehr in diesem Video darauf eingehen. Das wird einfach den Rahmen hier sprengen. Ihr habt diese Charttechnik abgebildet. Also es sind alle Sachen hier eingezeichnet, so wie wir das auch in den Wochenupdates machen. Aber wir sehen ganz klar keinen Crash, keine Deflation, sondern vielmehr einen Boom in Gold 2024. Und auch wenn wir zum Beispiel Coinbase, eine Aktie anschauen, eine hochzyklische Aktie, Hannes,
die natürlich am Bereich Krypto und Blockchain ist. Sowas kann während einer Deflation nicht funktionieren. Ja, Coinbase würde in einer Deflation sterben, untergehen, vielleicht sogar pleite gehen. Aber ihr seht es, die Aktie macht komplett was anderes. Die Aktie steigt. Also wir haben eine wunderschöne Bodenbildung vollzogen und die Aktie geht richtig durch die Decke. Und deswegen ist das für uns einfach, also Deflation fundamental macht wenig Sinn für uns 2024. Charttechnisch macht es keinen Sinn für uns 2024. Und wenn wir uns nun, und das finde ich den Highlight, Hannes, irgendwie das Highlight, was, glaube ich, jetzt am bildlichsten oder am bildlichsten, am besten für die Leute irgendwie rauskommt, weil, wenn wir uns BHP anschauen, BHP Billiton, einer der größten Rohstoffproduzenten der Welt im zyklischen Rohstoffbereich, Kupfer und Eisenerz. Und das sind die zyklischen Rohstoffe, die man sich noch vorstellen kann. Wenn Deflation kommt, bricht diese Aktie zusammen. Schauen wir links rüber, was ist 2008 passiert. Totaler Kollaps der BHP-Aktie. Schauen wir Covid 2020, Kollaps der BHP-Aktie. Und jetzt schauen wir rechts rüber, was aktuell passiert. Und die Aktie steigt, okay? Und hier haben wir eben so einen wunderschönen Chart in die Mitte reingetan, wo eben die Verkäufe pro Region von diesem Unternehmen feststehen. Und ihr seht, 58% davon gehen nach China. Und China, haben wir am Anfang gesehen, haben wir einen Decline geblendet, wo aktuell Deflation herrscht. Aber die Aktie fällt nicht, sondern die fängt an zu steigen. Deswegen, BHP-Aktie ist unbeeindruckt von der Deflation in China. Und das ist für uns ganz klar der Case. Hey, es wird keine Deflation kommen, sondern höchstwahrscheinlich eine unerwartete nächste Inflationswelle, mit denen derzeit noch keiner rechnet. Und das heißt, kann eine Deflation vielleicht kommen? Ja, Schocks können jederzeit auftreten, keine Frage. Krieg, Covid 2.0, es kann immer ein kurzer Schock kommen. Aber dass eine ausgewachsene Deflation ansteht, so wie das Dr. Markus Kralle im Video gesagt hat, sehen wir einfach nicht. Das ist für uns extrem unwahrscheinlich und wir hoffen, dass wir es heute ziemlich gut dargelegt haben können. Regierungen werden 2024 nicht sparen. Notenbanken werden nicht mehr aggressiv die Zinsen erhöhen. Das ist für uns klar. Das wirkt beides stimulativ. Und das heißt, wichtig, eine ausgewiesene Deflation. Also, dass man minus 0,5% vielleicht in Europa sieht, in den Statistiken ausgewiesen. Das ist möglich. Kann in der Bildzeitung stehen. Aber dass dann die Finanzmärkte so reagieren wie 2008, sehr, sehr unwahrscheinlich. Das sehen wir nicht. Kein Crash wie 1929. Crash wie 2008 ist für uns einfach derzeit nicht das Thema. Hannes, ich glaube, heute, Benjamin, ein extrem wichtiges Video, was man dazu sagen muss. Deswegen unbedingt das Video auch sofort teilen, Kanal abonnieren und Glocke machen. Was man dazu noch sagen muss, du sagst es immer wieder auch, und zwar die Aktienmärkte sind vorauseilend. Die richtig, schauen in die Hannes, bravo. Zukunft und die holen die Zukunft ein Stück weit her. Ja. Und warum sollte dann eine BHP-Aktie beispielsweise, die im Rohstoffsektor in China, wie du erklärt hast, ganz stark dringend ist, warum sollte die jetzt steigen, wenn wir in 6, 8 Monaten eine Deflation auf der Welt bekommen würden? Ganz das Gegenteil wird der Fall sein. In China wird Stimulation ebenfalls wieder an der Tagesordnung stehen, um eben aus diesem deflationären Umfeld rauszukommen. Und das wird dann den nächsten Schub auch in der Inflation in den USA und Europa ganz klar bedeuten. Und wir haben es so oft gesagt und darauf, glaube ich, müssen wir ganz, ganz stark beharren. Schaut an, was im politischen Szenario auf der Welt derzeit passiert. Man bereitet alle Staaten auf Kriegswirtschaft vor, jene, was noch nicht drinnen steckt. Und da wird der Stimulus in diese Richtung kommen. Und wenn gesagt, wenn die Kriegswirtschaftskasse rollt, dann geht immer auch damit einher ein Wirtschaftswachstum, zumindest am Anfang, bevor das Ganze dann eskaliert. Und das sehen wir ganz klar für 2024. Markus Krall, Dr. Markus Krall, sieht's anders. Warten wir ab, wer recht behält. Eine Sache, die jetzt vielleicht dahingehend unterscheidet, ist, dass wir uns für 2024 auf kein Regierungsamt vorbereiten und daher die Dinge vielleicht etwas objektiver sehen können. In dem Sinne, Videos sofort teilen, Kanal abonnieren, Glocke machen und dann schauen, was 2024 auf uns zukommt. Eine Sache sollte uns klar sein, bereiten wir uns vor auf das Szenario, was ihr persönlich für wahrscheinlich erhaltet und dementsprechend dann daraus auch die Früchte zu ziehen. Genau. Leute, in diesem Sinne, hat Spaß gemacht wieder. Vergessen wir nicht, dass die Zyklen besonders 2024 nicht schlafen werden. Und wir sehen uns natürlich morgen mit einem super spannenden Interview wieder. Da müsst ihr unbedingt einschalten mit einem Chefökonom von einem Goldunternehmen. In dem Sinne, bis bald. Tschüss.